Auch heute wieder Tagesthemen rund um die Elektromobilität auf dem Kanal von Tesla Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Auch heute haben wir viele, viele Informationen und die Informationen habe ich aus verschiedenen Internetseiten, die seht ihr unterhalb dieses Videos. Daumen hoch und so weiter, Abo und sowas würde mich natürlich riesig freuen. Könnt ihr euch ja überlegen. Lasst uns aber auf die Agenda schauen. Und zwar die Agenda fängt an mit einem Gebrauchtwagen-Event von Tesla. Dazu komme ich gleich. Dann Renault mit dem neuen e-Twingo. Wir haben BYD, hat einen Siebensitzer, dann Genesis mit dem GV70, was hat das auf sich mit diesem Fahrzeug, dann Akkuhersteller Northvolt, lebenslange Garantie für E-Auto-Akkus, was ist das, und neuer Lucid Air, auch ganz interessant für Leute, die sich für solche Fahrzeugkategorien interessieren. Aber lasst uns anfangen gleich mit dem ersten, und das ist das Gebrauchtwagen-Event. Ihr seht hier vom Prinzip her die verschiedenen Locations, wo diese Events stattfinden. Nun ist das so, dass nicht überall Events stattfinden für Gebrauchtwagen, aber doch einige. Und vielleicht sind sie in der Nähe oder ihr könnt das erreichen. Die näheren Informationen dazu, wann, Event und so weiter, stehen dort drin, wenn ihr diesen Link weiter verfolgt. Deswegen auch den Link unten drin. Düsseldorf, Hanau, Oldenburg, Mannheim, Hannover, Holzlingen und Regensburg. Hamburg ist jetzt nicht dabei, Kiel ist auch nicht dabei, also vom Norden muss man dann doch ein ganzes Stück fahren. Aber derjenige, der sich eben für ein Elektroauto interessiert, die hohen Preise von Neuwagen nicht zahlen möchte, könnte sich dort umgucken. Denn es ist wie mit Verbrennungsfahrzeugen, wenn Verbrennungsfahrzeuge mit 40.000, 50.000 Kilometer verkauft werden, dann sind sie kaum abgenutzt. Das heißt, man kann dort gut sich ein Fahrzeug suchen und dann doch eine ganze Menge Geld sparen. Und das wird bei diesen Fahrzeugen bestimmt auch der Fall sein. Vor allem, weil sie mit Garantie auch verkauft werden, hat man dann auch eine höhere Sicherheit. Ein Auto, was viele interessieren wird, ist der Renault e-Twingo. Warum? Weil dieses Fahrzeug unterhalb von 20.000 Euro angeboten wird. Das ist natürlich schon in einer Kategorie, wo man sagen kann, dass es kaum noch ein Verbrennungsfahrzeug gibt, welches günstiger ist, wenn das rauskommt. Es ist an sich wie der Spring von Dacia, der ja auch mit unter 20.000 Euro angeboten wird. Und der e-Twingo soll eben jetzt auch gebaut werden. Damit er gebaut werden kann, muss man natürlich einen Standort haben, wo er gebaut wird. Und das soll jetzt in Slowenien stattfinden. Die Slowenen freuen sich darüber, denn sie haben, seitdem der Twingo, der früher dort gebaut worden ist, nicht mehr gebaut wird. Dort haben sie noch den Clio und haben deswegen nur Einschichtbetrieb. Und so würden sie das erhöhen. 150.000 Fahrzeuge sollen dort hergestellt werden. Und daher, dass eben der Twingo, also auf der Basis vom Twingo vieles gemacht wird, wird man viele Sachen, die dort vor Ort sind, wiederverwenden können. Daher ist das nicht ganz unrealistisch, dass 2025 damit angefangen werden kann. Die Frage ist immer, 2025 ist natürlich lang, von Januar bis Dezember. Mal schauen, wann sie anfangen mit der Produktion. Ja, kommen wir zu dem BYD siebensitzigen Fahrzeug. Es ist wie ein Van, wenn es diese Kategorie noch gibt. Damals, es gab mal eine Zeit lang, da waren die unheimlich populär, hat dann aber wieder stark nachgelassen. Die SUVs haben dort die Oberhand gewonnen. Die Vans waren damals mal in den 90ern, glaube ich, super, super begehrt. Praktisch zum Einsteigen mit diesen Seitentüren und so weiter. BYD hat nun ein Fahrzeug, welches
mit einer 55er oder einer 71er Batterie kommen soll. Und die Reichweite ist mit 420 bzw. 530 Kilometer relativ beeindruckend, ist es nach der NEDC-Norm. Ich glaube, das ist die alte europäische Form. Also, naja, da kann man ganz locker mal 50 bis 100 Kilometer runterrechnen bei der Angabe der Reichweite. Aber trotzdem, das Fahrzeug 25.000 Euro. Allerdings nicht bei uns, sondern in Indonesien. Dort fängt er an mit 21.500 Euro und die Luxusvariation ist mit 23.700 Euro angegeben. Selbst wenn das Fahrzeug mit 30.000 hier kommt und 35.000, wäre das auf jeden Fall ein Fahrzeug, was, glaube ich, für viele Leute, die 7 Sitze benötigen oder haben möchten, eine gute Alternative. Selbst wenn die Reichweite von 530 vielleicht so bei 450 liegt und die 420 so bei 330 liegt, sind diese Fahrzeuge absolut in Ordnung, um eben die Strecken zu fahren. Ich weiß, dass die Vans zum großen Teil eben sehr stark bewegt worden sind, um Aktionen mit Kindern oder so etwas zu machen. Wenn man jetzt, man begleitet eine Handballmannschaft oder so etwas, dann kriegt man dort eben schon eine ganze Menge von Spielern rein, oder? Also insofern eine tolle Sache. Die Akku-Ladezeit ist ja nicht überragend mit 40 Minuten von auf 10 auf 80%. Aber bei einem Fahrzeugpreis, der wirklich also moderat ist, kann ich mir vorstellen, dass Leute sagen, ja, kommt mir gar nicht so drauf an, für meine Belange genügt mir das. Ja, der Genesis. Der Genesis ist ja vom Prinzip her die Luxusvariante von Nissan. Ist das richtig? Ist das richtig? Ist Nissan. Verdammter Mist. Ich bin da mal Genesis oder gehört Genesis? Nee, Genesis gehört. Ja, weiß ich gar nicht. Könnt ihr mir unten kurze Info geben, wo Genesis zugehört? Auf jeden Fall, dieses Fahrzeug ist so ein bisschen unterhalb des Radars gelaufen, hat ein paar hundert Fahrzeuge verkauft, den gibt es als Verbrenner, Hybrid und als elektrischen und 30-40% wurden davon elektrisch verkauft. Kein Wunder, denn das Fahrzeug hat über 400 Kilometer Reichweite, 4,2 Sekunden auf 100 und kostet unter 70.000 Euro. Allerdings auch noch ein paar Euro unter 70.000 Euro, aber trotzdem unter 70.000 Euro. Und wie das heute eben so ist, ist mittlerweile, ja am Anfang war das ja nicht der Fall, aber mittlerweile kann man ganz bestimmt mit Händlern sprechen über Preis. Vielleicht gibt es da noch einen kleinen Benefit oder der Gebrauchte wird für einen besseren Preis genommen. Also ein Auto, wer in diesem Preissegment sich was sucht, denke ich, sind die Genesis-Modelle wirklich gut ausgestattet. Und vom Laden her ist das natürlich eine ganz andere Kategorie. Denn der Wagen lädt in 18 Minuten von 10 auf 80%. Und 18 Minuten ist schon eine richtig gute Zeit. Man muss die richtige Ladesäule haben. Es gibt allerdings schon eine ganze Menge, die dieses können. Und natürlich ist das so, die klimatischen Bedingungen müssen auch hundertprozentig passen, um diese 18 Minuten hinzukriegen. Aber selbst wenn es ein paar Minuten mehr ist, unter 20 Minuten laden ist schon verdammt fix. Also da hat man kaum noch Zeit, irgendwie mal einen Kaffee zu trinken. Den muss man schon runterstürzen. Naja, auf jeden Fall das Fahrzeug. Vielleicht ist das etwas, was den einen oder anderen interessiert. Ich weiß nicht, wie das mit Dienstwagen ist. Könnte vielleicht auch als Dienstwagen gefahren werden, wenn es erlaubt ist. Bei kleineren Unternehmen ist da mehr Flexibilität. Bei größeren ist das meistens eingeschränkt. Und zwar aus dem Grund der Betreuung der Firma.
Denn die setzen eben darauf, dass der Anbieter der Fahrzeuge einen guten Service bietet. Das ist meistens das Problem für Tesla, weil sie eben nicht fokussiert auf Firmenwagen sind. Ich glaube, damit könnten sie eine große Lücke schließen. Ja, Northvolt. Was ist das? Ein Akkuhersteller der Schweden, also schwedisches Unternehmen. Und die haben jetzt einen Bauantrag in Heide gestellt, um dort eine Firma aufzubauen. Sehr interessant, denn es ist ja immer gut, wenn Industrieunternehmen in Deutschland sich ansiedeln und hier bauen und nicht importiert werden, weil so wird eben die Wertschöpfung innerhalb des Landes getätigt. Eine gute Sache, es wird die Fehlung wird im Moment gemacht, die Fehlung, das heißt, es werden Pfähle in die Erde gerammt, um die Stabilität zu gewährleisten vom Gebäude. Ja, im Norden ist es meistens ein kleines bisschen flacher und mehr Feuchtigkeit, deswegen muss man dort Maßnahmen ergreifen, um die Gebäude stabil stehen zu haben. 500 Leute arbeiten daran an diesem Projekt und ich denke, es werden nachher auch ein paar hundert Menschen dort einen Arbeitsplatz finden und Heide ist nun mal im Norden und da ist die Industrie nicht so massenweise angesiedelt. Früher waren dort viele Bundeswehr-Niederlassungen, Kasernen. Und haben dadurch eben auch einen gewissen Geldfluss gebracht. Und das ist natürlich, seitdem die Armeestärke geringer geworden ist, sind weniger Standorte dort in der Gegend. Ja, schön für den Norden. Lebenslange Garantie für das E-Auto, und zwar für den Akku und den Hochvoltteil. Ja, wer ist denn so verrückt, das zu machen? Das ist MG. Allerdings nicht hier, sondern in Thailand soll das gemacht werden. Das heißt, in Thailand gibt es für einzelne Fahrzeuge lebenslange Garantie. Finde ich das sinnvoll an sich nicht. Ich würde es sinnvoll finden, wenn man eine Garantie begrenzt auf, was weiß ich nicht, 300, 400.000 Kilometer. Und dann lebenslang das macht, das wäre eine gute Sache, aber ohne Begrenzung ist das schon, wird das ganz bestimmt Ausnahmen geben, die das Auto so erhalten, dass immer wieder die Komponenten getauscht werden. Aber die meisten machen das nicht, weil das ist auch schon aufwendig. Das Auto wird ja auch abgenutzt in der Karosserie, Sitze und so weiter. Und die Elektronik, weiß nicht, mit Updates und sowas bei Handys ist das ja so, dass die Handys sterben nicht, weil sie kaputt sind, sondern weil es kein Update mehr gibt oder weil der Akku, der verbaut ist, nicht getauscht werden kann. Ja, also das ist zumindest eine Ansage. In Deutschland ist das noch nicht der Fall, wobei es könnte sein, dass MG sogar zu dieser radikalen Maßnahme übergeht und das ja auch so anbietet. Im Moment sind das 160.000 und 8 Jahre, was grundsätzlich gesehen erstmal nicht schlecht ist. Im Schnitt fährt man in Deutschland 12.800 Kilometer. Und da ist variiert natürlich von ganz wenig Kilometern bis ganz viel Kilometer. Trotzdem im Allgemeinen schon eine beeindruckende Ansage, lebenslange Garantie zu geben. Ich denke, das wird sich nicht durchsetzen, aber es ist für MG garantiert ein Verkaufsargument. Kommen wir zu Lucid. Ja, Lucid ist natürlich vom preislichen Segment in einer ganz anderen Region, wenn es zu den Fahrzeugen kommt, die sie haben. Das sind einfach hochwertige Fahrzeuge. Ich will nicht sagen Luxus, weil Luxus ist immer die Frage, wo beginnt Luxus? Ist ein Auto, was 85.000 Euro ist, jetzt schon Luxus oder ist das eine obere Mittelklasse Limousine bei den heutigen inflationären Zeiten? Ja, das Fahrzeug
Wert höchstwahrscheinlich bei 85.000 Euro starten, ist der Luxus eher pur, relativ gut ausgestattetes Fahrzeug. Bemerkenswert ist der Verbrauch, und darum geht es hier, von diesem Fahrzeug mit 12,7 Kilowattstunden ist das natürlich schon beeindruckend bei jemand, der für 30 Cent einen Stromvertrag hat, sagen wir mal 40 Cent einen Stromvertrag hat, liegt bei 5 Euro dann bei 40 Cent. Das ist natürlich schon super günstig für eine Limousine in diesem Segment. Was wurde gemacht? Wurde eine Wärmepumpe wird verbaut jetzt ab nächstes Jahr und die Motoren wurden verbessert, der Akku ist nochmal verbessert. Und jetzt kommt dieses Fahrzeug auf 676 Kilometer und das ist schon eine ganz schön große Reichweite. 84 Kilowattstunden, der Akku nicht mal riesig da drin. Es gibt Autos, die größere Reichweiten haben, aber haben meistens auch den größeren Akku da drin. Der Bordcomputer ist verbessert worden. Naja, und derjenige, der eben 85.000 Euro ausgeben kann, nun ist das so, in den USA liegen die bei 69.000 Dollar. Bei 69.000 Dollar, das heißt, das sind 64.000 Euro, das wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein, aber so um die 84.000 Euro, ja, dann könnte man so ein Fahrzeug sich eben kaufen oder leasen. Wär eben auch hier wieder derjenige, der frei in der Wahl seines Dienstwagens ist und das Budget dem entspricht, kann sich eben so ein Fahrzeug denn vielleicht mal leasen für 3 Jahre. Interessant. Also auf jeden Fall ein Fahrzeug, was technisch gesehen schon relativ viele Innovationen hat, mit seinem Akkusystem super schnell lädt. Ach ja, vom Laden her ist der, glaube ich, in, was waren das, 20 Minuten geladen, von 10% auf 80%. Das heißt, man fährt hier die 670 Kilometer, die wir mal defensiv runterrechnen auf 500 Kilometer Reichweite bei einer Reisegeschwindigkeit von 130 bis 140 oder 150, so zwischen 400 und 500 Kilometer. Dann geht man nach 400 Kilometern, also man muss realistisch dazu sagen, wenn ich 150 fahre, auf der Autobahn habe ich nachher eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 110. Warum nur 110? Ja, weil es Baustellen gibt, Tempolimits gibt und so weiter und so fort. Das heißt, ich weiß nicht, meine schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Tesla Model S waren 145, glaube ich. War ungefähr 145. Und da bin ich aber fast durchgehend 200 gefahren. Ja, und nur 145 bei 200, ja, das ist so. Man fährt zwar immer wieder hoch zu der Geschwindigkeit, aber muss dann wieder runterbremsen. Insofern, ja, also, wenn man mit so einem Fahrzeug denn um die 150 fährt, was noch relativ dem normalen Fluss angeglichen ist, ja, dann schafft man 400 bis 500 Kilometer, dann lädt man nochmal bis 80% nach. Dann schafft man nochmal 380, 400 Kilometer. Also kommt man 800 Kilometer weit mit einer Pause von nur 20 Minuten. Wäre mir viel zu wenig. Also, ich kann das doch nicht. Ich brauche meine längeren Pausen. Deswegen habe ich das ab und zu das Problem, dass mein Auto noch viel zu viel Akkukapazität hat und ich trotzdem rausfahre und lade, weil ich die Pause brauche. Ja, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.